America first. I am the chosen one. It's not racist at all, no. You are fake news. And they win. Donald Trump steht für vieles. America first, tiefe Steuern, eine Mauer an der Grenze. Aber was nehmen wir wirklich von seiner Amtszeit mit? Wahrscheinlich ist es eben mehr von seiner Person als von seiner Politik. Vier Seiten von ihm haben seine Amtszeit geprägt. Und wie wir in vier Jahren von einem anfänglich zum Teil belächelten Präsident zu der Gewalt im Kapitol gekommen sind, das zeige ich euch in vier Minuten. Nach dem Trumps Wahlsieg vor vier Jahren ist ein Schock um die Welt gegangen. In Europa aber haben viele Leute den Trump ja gerade am Anfang auch ein bisschen als Witzfigur wahrgenommen. I understand Twitter and I do mostly do it myself. Bing, 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 bum, 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 put it out, at real Donald Trump. Seine Auftritte waren ja auch oft skurril, sein Stil unkonventionell und auf Normen und Etiketten hat er nichts gegeben. Viele von seinen Wählern lieben an ihm genau das. Das ist auch heute noch so. Aber lustig, das finden in den USA der Trump nicht mehr viele Leute. Es ist schon lange ernst geworden. I'm not going to give you a question. Can you stay categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you stay categorically that nobody? No. Man kann dem Trump seine Präsidentschaft nicht ohne Twitter denken. I understand the power of Twitter. I understand the power of Facebook. Maybe better than almost anybody. Twitter war sein Megafon. Er hat in seinen Tweets Minister entlassen und anderen Staaten droht. Er hat seine politischen Gegner attackiert, er hat Medien angegriffen und versucht, ihre Glaubwürdigkeit zu beschädigen. Und er hat auf Twitter auch die Agenda gesetzt und von Skandal abgelenkt. Und nicht zuletzt hat er auf Twitter rund um seine Anwahl die Falschaussagen und Verschwörungstheorien verbreitet, die zur Gewalt am Kapitol geführt haben. Zumindest hat das Twitter so gesehen und ihm das Megafon abgestellt. What do you want to call him? Give me a name. Give me a white name. Supremacists and right like me to condemn? White Proud supremacists and right Proud Boys. Proud Boys, stand back and stand by. Der Trump war ein Glückspilz. Er hatte lange keine grössere Krise zu bewältigen, die er nicht selber ausgelöst hätte. Aber dann kam Corona. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. And this is their new hoax. You know, a lot of people think that goes away in April. With the heat, the risk to the American people remains very low. But we have it so well under control. Er hat die Pandemie bis am Schluss verharmlost, verpolitisiert und die eigenen Gesundheitsbehörden untergraben. President Trump is trashing Dr. Anthony Fauci today, calling him an idiot in a call to his campaign staff that reporters were allowed to listen in on. People are tired of hearing Fauci and all these idiots. Als Krisenmanager hat er die Krise schlimmer gemacht. Das war auch so bei den vielen Protesten, die Amerika in den vergangenen Jahren gesehen hat. Dort hat er jedes Mal zuverlässig Öl ins Feuer gegossen. You will not replace us. But you also had people that were very fine people on both sides. Das war so bei Charlottesville, wo Neonazis aufmarschiert sind, bis hin zu den Black Lives Matter Protesten im vergangenen Sommer. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Der Trump war ein Stresstest für die amerikanische Demokratie. Autokraten aller Art hat er bewundert. Institutionen, die seine Macht beschränkt haben, hat er verachtet. Das Präsidentenamt hat er als Selbstbedienungsladen und als Familienfirma verstanden. Der Trump hat auch früh klar gemacht, dass er eine Wahlniederlage nicht akzeptieren würde. Und als er dann verloren hat, hat er immer wieder seine falsche Behauptung über eine gestohlene Wahl wiederholt. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. All das ist dann gipfelt in dieser Rede, die er in Washington gehalten hat am 6. Januar, wo am Anfang stand ist vom Sturm aufs Kapitol. And you have to get your people to fight. Donald Trump hat die USA als Präsident an den Rand von einem kollektiven Nervenzusammenbruch gebracht und die Demokratie an den Rand vom Abgrund. Viele Amerikaner wünschen sich jetzt ruhigere Zeiten und Joe Biden hat die versprochen. Aber bis zu einer Heilung ist es noch ein weiter Weg.